Ja, ich glaube, das Sinnvollste, was wir jetzt machen können, ist Surgeon Simulator, weil es ist 2:30 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir noch ein sinnvolles Spiel in der Zeit. Was ist denn das für ein Spiel? Hälfte links und Hälfte rechts auf dem Monitor. Ich sehe nichts. Das ist gut. Ich muss nichts sehen. In meinem Leben muss ich nichts sehen. Ja. Ja. Links, hilft rechts. Ja, nicht ich! Und dann ein warte mal. Ja, okay. Das ist halt. Language. Können wir bitte German? Ich mag den German sehr, weil Hermann, weiß ich nicht. Sprache? Language? Nein, ich. Deutsch. Wie komme ich zurück? Hauptmenü, da. Okay. Optionen. Ich mach mal. Klick, klick. Pausen. Will ich auf jeden Fall Qualität A und E? Was denn A und E? Was ist denn A und E? Das finde ich gut auf jeden Fall. Ich mach mal Vollbild. Obwohl, ich mach nicht Vollbild. Hä, warte mal. Da steht linkshändig, aber ich habe eine linke Hand. Guck mal, und jetzt bin ich rechtshändig. Guck mal, ich mach linkshändig. Weil jetzt passt wenigstens. Operation. Bob. Der will eine Herztransplantation im Operationssaal. Leistungsanalyse unvollständig. Finde ich gut. Hier. Herztransplantation. Das ist die beste erste Dings. Führe eine Herztransplantation durch. Weg. Weg damit. Ich möchte Herzen berühren. Wie macht man denn dieses Spiel? Das ist komisch. Ich hab. Was ist das? Ich hab. Hallo. Okay. Ist das die Knochensäge? Ich weiß nicht, wie ich zugreife. Oh! Oh, das sind meine Finger. Oh, aber warte mal. Wo ist mein Zeigefinger? Was ist denn mein Zeigefinger? Okay, wir gehen zum Menü. Ich brauche die Tastaturbelegung. Space ist da. Ah! AWR? Was ist denn mit euch? Das muss Q sein. Seid ihr doof? Checken, ob alle Tasten gleichzeitig benutzbar sind. Ach so, du meinst. Also. Jetzt habe ich verstanden, was sie von mir wollten. Entschuldigung. Okay, passt schon. Wieso? Ach, das geht schon, das geht schon. Das geht schon, das kriege ich hin. Lieber habe ich meine Hand davor und sehe die wie meine. Ups, the game crashed. The crash report folder name blah, 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 next to game executable. It would be great if you'd send it to the developer of the game. Darf ich jetzt endlich Herzen berühren, bitte? Bob, komm. Ich will dein Herz anfassen. Poli. Okay, weg damit. Warte, stimmt, ich muss. Hallo? Wie war. Was? Wie habe ich. Ach, okay. Ich habe die Steuerung. Ah, das hat vorher besser funktioniert. Das reicht.
Hier wisch nochmal rüber. Weg. Weg. So, das passt. Jetzt hör auf, da hängt. Hör auf. Ja, das ist besser, wenn er nichts sieht. So, runter damit. Okay, jetzt hab ich's. Warte. Es ist schwierig. Es geht schon. Es geht. Ich hab's. Es geht. Kann ich damit nicht? Es ist keine Knochen. Ja, ist blöd. Dann nehmen wir. Wartet. Warum? Der Mittelfinger sollte nicht gezeigt werden. Egal. Wie kriege ich dann jetzt das Herz? Komm, wir machen. Was machen wir denn? Nimm das da. Das da. So. Lass los. Hallo? Also das mit dem Greifen ist halt so eher schwierig. Das geht aber auch nicht. Wie mache ich dann seine Kack-Rippen auf, Mann? Und wie komme ich an eine Kack-Kamera ran? Habe ich gerade meine Armbanduhr kaputt gemacht? Was macht die Spezi-Flasche neben dir? Ich krieg das nicht da raus. Ja, das ist ja kacke, das funktioniert gar nicht. Aua! Kinder immer schön in eine ganz tolle. Oh. Ups. Ich mag dich nicht. Geh weg. In eine Säge rein. Krieg halt seine scheiß Rippen nicht auf. Was? Ja, genau. Genau. Ich bin Engländer. Wie auch. Guck mal. Ich meine, das ist mein erstes Mal, dass ich das spiele, ne? Und ich habe nicht mal irgendwie, ja, wenn du da ran willst, musst du das machen. Was weiß ich denn? Guck mal, meine Hand, ich habe mir wehgetan. Ich arme. Nochmal die Spuren eines Hammers in meinem Gesicht. Nein. Oder nach wo den? Eine kleine Porsche. I know that, das ist ein gutes Spiel. Das ist ein lustiges Spiel. I know that. Hallo. Ist da jemand? Ach, jetzt? Okay. Entschuldigung. Ich kann nicht so gut zielen, ja? Ding. Nee, wir müssen den kaputt machen. Glaub mir. So operiert man. Okay, warte. Kann ich die Stücke mal wegmachen? Danke. Ja, nicht wieder reinwerfen, du Depp. Du Volltrottel. Naja, gut. Stop Hammerschein. Ach, weg. Dann nehmen wir halt die nochmal. Oh, meine Uhr ist da runtergefallen. Nein, bleib hier. Oh Gott. Warum rödelt das Ding da hinten eigentlich noch? Warte, das können wir noch mal versuchen. Entschuldigung, ich... Na, dann nehmen wir da... Nein, oh. Ach, man muss nur geduldig sein. Hätte ich das mal gewusst, ne? Oh.
Ich kenne mich mit Anatomie nicht so aus, aber irgendwas habe ich getroffen. Ja, Brudi, weißt du, ich bin auch mehr so der Einzelgänger, weißt du? Ich bin eher so der selbstständige Art. So in einem Krankenhaus arbeiten wäre sowieso nicht so mein Ding. Die sind viel zu... Die schränken mich so ein, weißt du? Ja, perfekt. Guckt! Ach, jetzt hab ich's. Ja, weg damit! Weg damit. Genau, schön. So, wo ist denn jetzt das schlagende Ding da? Okay, einmal drehen bitte. Wie kriege ich denn das da raus? Kann ich das einfach rausreißen? Ja, perfekt. Komm her. Kommst du? So, geh mal darüber. Ja, pass auf dich auf. Also das Herz da. Hm. Hm. Welchen sie jetzt einfach versuchen zu nehmen? Ich habe ihn frei genug gemacht, glaube ich. Alles klar. Ja, weg mit dem Schlüssel. Wie komme ich denn da ran? Wartet. Was ist das für eine Spritze? Ich glaube, die tut gut, oder? Ey, der greift nicht. Ja, die Spritze kriegt er auf jeden Fall auch in die Backe. Echt nicht? Schade. Dann ins Herz. Ich weiß nicht, was sie tut, aber irgendwo hat es funktioniert. So, jetzt geht's ihm besser. Was? Was ist denn? Ihr seid alle so wenig. Ah, krieg mal so ein Skalpell, auch wenn die Dinger ein bisschen zu popelig für mich sind, aber. Ey, warte mal, so. Sag mal, was ist denn mit deinem Mittelfinger? Du bist schon so ein bisschen so ein ätzender Typ, ne? So. Okay. Präzisionsarbeit. Wartet, ich krieg das hin. Nee, so nicht. Können wir... Nee, kannst du mal deine Hand drehen? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit deiner Hand los? Okay, können wir... Hallo? Sag mal, das Skalpell ist, glaube ich, stumpf. Ich muss hier Sachen abschneiden, aber es geht nicht. Ich kann nicht. Hat jemand mal eine Machete für mich? Er blutet ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Wartet mal. Also. Vielleicht wäre es nicht so schlecht, einen Hammer zu nehmen. So. Nee. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Warte, wir haben eine Schere. Okay, wir haben eine Schere. Die Schere? Ich wollte nicht die Spritze. Lass die. Jetzt. Ja? Nein. Runter und jetzt zugreifen. Blut mal ein bisschen langsamer, Mann. Wir sind noch nicht so weit, ja? Wir haben hier noch viel vor uns, junger Mann. Aber kannst du das mal... Wie eklig. Wie kommst du denn darauf? Da ist nur ein offener Körper. Upsi. Ich glaube, die Rippen sind viel. Ich glaube, die hätte ich mehr abschneiden müssen, oder? Kann das... Sag mal. Also langsam habe ich aber das Gefühl, das will einfach nicht geschnitten werden. Wie macht man denn Herztransplantat? Ich glaube, der hat einfach falsch geschnitten. Der hat den Körper falsch geöffnet. Guck mal, das schlägt immer noch das blöde Herz. Einen anderen Lungenflug raus, denkst du? Können wir probieren. So, weg mit dem Skalpell. Ich weiß nur nicht, ob ich das hinkriege, hier neu rauszukriegen. Guck, das ist echt schwer. Ach, weg damit. Aua. Komm da nicht dran. Warum komme ich da nicht dran? Was ist das für eine Kackwurst da unten? Das da?
Nee, das da, was ist das? Das, das da. Kennst du jemanden mit Anatomie aus? Sag mal, komm schon, ich kann... Warp, Errungenschaft freigeschaltet. So. Fertig! Schwester, kannst du machen? Ich hab fertig. Ich will jetzt ein bisschen Eis essen. Ach, warte, Schwester, willst du das noch haben? Oh. Oh. Das ist cool. Stoff wirkt. Hallo, Ford. Die Lunge, ey, der braucht keine zweite. Und die auch nicht mehr, die ist ja nach links untergefallen. Ich hab fertig, die Ärztin macht, die Schwester macht mich. Fertig! Können wir ausmachen, oder? Ach, du nervst! Nimm die Maske ab. Nimm die... Hör auf. Nimm die Maske ab. Ich jetzt da dottore. Was? Ich jetzt da dottore. Jetzt mach weg damit. Also ich finde, ich habe alles richtig gemacht, oder? Ihr seid meine Zeugen. Die Operation war perfekt, oder? Ganz schwierig. Nein. Rechtzeitig macht keinen Unterschied. Also ich kann dir ganz klar sagen, selbst wenn ich sie rechtzeitig einstelle, ich finde es besser, wirklich die Maus so, also die Hand so zu sehen, wie ich meine Maus halte, als es mit den Fingern. Mit den Fingern ist sowieso totaler Schwachsinn. Ups. Findigkeit. Das finde ich mich wirklich verwirrend. Der tut nur so, ja. Der, ich wollte gerade sagen, oi nu. Haben wir noch jemand anders als Bob? Bob ist so ein Hypochonder. Was steht da? Operation und Herz. Ja, aber wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Call Tesha. Ach, Trisha, ach, ich, oh. Oh, ich hätte jemanden anrufen sollen. Trisha? Call. Oh, ein Weihnachtsgeschenk. Oh, das ist aber nett. Melde dich beim Club Bossa an, um ein besonderes Geschenk für die Trump-OP zu bekommen. Ich will gucken. Valve, lässt uns das echt tun, was? Oh, anyway. What? That's how I lost my medical license. Das sieht schon eher nach mir aus. Ja, doch. Oh, da sehe ich mich. Oh. Hä, das war dein Ellbogen. Jetzt stell dich nicht so an. Ich habe einen Baseballschläger gegen deinen Ellbogen gerollt. Oh nein, wie schrecklich. Weißt du? Hallo? Brauchst du Alkohol? Ja? Nein? Okay. Gut, dann halt nichts.
wollte dir auch nochmal als Fan und Zuschauer und Community-Mitglied Liebe zeigen. Du hast uns dieses Jahr sehr gut getan und glücklich gemacht. Sowohl on als auch off Stream. Es macht immer wieder Spaß, dir zuzuschauen und mit dir in der Discord-Gruppe zu schreiben. Das Jahr war für viele nicht so einfach. Doch wir haben immer diese kleine Gruppe gehabt und uns immer hierhin zurückziehen können. Ja. Wenn wir mal etwas hatten, worüber wir reden konnten. Ich persönlich bin hier geblieben, weil ich dich und meine Community-Mitglieder und Freunde immer da habe und ihr mir immer eine gute Laune bereitet. Genau wie bei einigen anderen geht es mir innerlich nicht so gut. Aber ihr macht mich immer glücklich. All diese Dinge, worüber wir geschrieben und gesprochen haben, haben Leuten bestimmt weitergeholfen, sich mal auszulasten. Deine Community gehören zu meinen Lieblings-Communities und du zu meinen Lieblings-Streamerinnen. Streamerin. Auch wenn du dich nicht auf denselben Level wie Pandoria siehst, glaube ich und die anderen bestimmt auch, dass du genau das bist. In den letzten Monaten hast du solche tollen Dinge leisten können. Wie zum Beispiel das Malen von Emotes für Pan und Co. Du hast nach den Sternen gegriffen. Ich kann dir da nur, wie immer, sagen, dass du den Erfolg verdient hast. Wir gönnen ihn dir und stehen hinter dir. Oh, danke. Danke für Deutschland. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Damit meine ich nicht nur die Bits. Ich will dich nicht erkaufen, sondern einfach meine Freude und Dankbarkeit zeigen. Soweit es als Zuschauer geht. Und so geht es eben am besten. Ich hoffe sehr, dass Watson, deine Familie, deine Freunde und du ein tolles Weihnachten trotz den komplizierten Umständen haben. Dasselbe gilt für alle anderen in dieser Community. Dankeschön. Und das, also das, egal wie gut oder schlecht es euch geht, denkt immer daran, dass Leute euch anfeuern und euch beistehen. Und manchmal gehen diese Bindungen sogar über das Physische hinaus. Ihr seid großartige und tolle Menschen. Ihr habt Liebe, Wärme und Gesundheit verdient und ich hoffe, dass ihr das in astronomisch großen Mengen bekommt. Ihr seid wertvoll und ihr werdet geschätzt. Egal was ist, vergesst das nicht. Nehmt dieses Wissen in das nächste Jahr mit. Frohe Weihnachten, kleiner als drei. Ich klebe einfach komplett mit Liebe. Dankeschön, Deutschland. Wirklich vielen Dank für die Worte. Dankeschön. Und das freut mich, wenn man auch nur ein bisschen so einen kleinen Teil vielleicht dazu beiträgt, dass das Jahr vielleicht nicht ganz so schrecklich war. Das ist irgendwie, keine Ahnung, auch wenn es nur mal 5 Minuten Ablenkung oder so sind. Oh Gott. Es wird klebrig. Das ist sehr passend mit diesem Herzschlag, oder? Vielen, vielen Dank, Deutschland. Wirklich vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Und ich wünsche dir astronomisch große Mengen an Liebe, Wärme und Gesundheit wünsche ich dir auch. Und da war doch erst letztes Jahr. Nee, richtig. Und Hallo Probenizer. Und danke, Podi, fürs Verlängern des Geschenkabos von Dominik. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Auf jeden Fall. Ich muss husten. Hoffe ich für alle, dass dieses schlagende Herz aufhört zu schlagen. Nein. Also nicht eures. Entschuldigung. Bestimmung. Nee, noch geht's mir gut. Dass das nächste Jahr einfach das letzte, also dieses Jahr für alle mit dem ganzen Kack einfach dann doppelt so gut wird. Einfach alles aufwiegt wieder damit. Die deutschen Brieftauben sind super. Hedwig! Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Dankeschön.
Und es freut mich immer, wenn Leute sich auch unter den Leuten und also untereinander, nicht unter den Leuten, also nicht, dass sie, also ihr wisst schon, macht kein Bumsi-Bumsi heute. Und auch nicht in den nächsten Tagen. Wartet, bis Corona vorbei ist. Dann dürft ihr Bumsi-Bumsi machen, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall, dass ihr euch untereinander versteht. Das freut mich. Ich freut mich wirklich. Das ist schön zu sehen, dass halt einfach so ein Chaotenhaufen geworden ist, ne? Auf jeden Fall wirklich vielen, vielen Dank. Und die alle lieben Wünsche gebe ich dir zurück und auch weiter an alle anderen, die gerade da sind. Wusalise. Nein! Nicht Bumsi-Bumsi. Nächstes Jahr irgendwann. Bumsi-Bussi, ja. Bussi-Bussi-Plattform, Bumsi-Bussi-Plattform. Ganz viel Liebe an alle. Luna Lee 1 NI. Ah, danke für den Resubmission-Frame und danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank und ich bin froh, dass du hierher gefunden hast. Geschenke, Geschenke. Ihr seid doch meine Geschenke. Entschuldigung. Ich wollt auch mal ein bisschen, okay? Aber ich weiß, ich übertreib's dann immer. Poli! Polimann! Oh. Poli? Poli, du hast mir meinen Partner gegeben. Endlich. Das ist übrigens mein linker Arm, ja? Dankeschön für die 5 Subgifts. Dankeschön für das Sub. Warte, da fehlt eins. Ach nee, es kommt da runter. Okay. So, jetzt. Vielen Dank für das Subgift an Finja, an The True Curd, an I Like the Muku, an Eternal Sautin und an Vegi Blutwurst. Vielen, vielen Dank für die 5 Subs. Aber Poli, pass auf dein Geld auf. Du hast gerade schon so viel rausgehauen. Vielen, vielen Dank für die Subgift. Dankeschön. Wirklich vielen, vielen Dank. Schmeiß die Liebe raus. Aus dem Fenster? Das ist aber, das macht man nicht. Und danke für die 100%. Und Dankeschön. Und auf jeden Fall, Deutschland, vielen, vielen Dank für die netten, schönen Worte. Dankeschön. Schüttelt sich. Ja, es wird ein bisschen eklig gerade, ne? Oh Gott. Zu viel Nettigkeit nehmen. Ja, das Problem ist, was mir gerade auffällt. Schmeiß die Liebe raus. Weil das ist ja dann auch noch neues Jahr und da werden die Leute ja dann auch so lieb und dann fangen wir uns auch alle an, wieder so voll zu netten. Das werden schwere 2 Wochen oder also eine schwere Woche eher. Das wird eine schwere Woche für uns alle. Für uns verkorksten, herzverbuddelten. Dankeschön, Tobi, für das Self-Gift an. Da war ich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Tobi. Danke. Dankeschön. Seid doch nicht so nett jetzt, alle. So viel, frag mal so leid. Ah, Poli. Aha. Ich glaube, so leid habe ich noch nie geguckt. Ich kenne halt nur den Namen wegen Pan. Aber das ist ewig her. Neues Jahr, Geburtstag, zu viel Liebe. Naja, mein Geburtstag ist ja nicht für euch irgendwas Besonderes. Weg. Nein. Wir sind alle da. Wir werden alle emotional miteinander kuscheln. Okay, emotional. Nicht physisch, sondern psychisch. Wir werden psychisch kuscheln. Das klingt auch sehr falsch. Wann wird verstümmelt? Ja, haben wir ja gerade. Ich meine, ich habe den perfekten Eingriff gemacht, aber der ist einfach gestorben, der Lappen. Dankeschön, Dominik. Für das Subgift an Captain Fusselchen. Dankeschön. Dankeschön für das Subgift an Fusselchen. Danke. Und Blossaden, danke dir für das Subgift an. Ich muss es suchen. Es ist so unübersichtlich. Twitchmann. An Skaldoron. Dankeschön. Vielen Dank, Blossaden. Dankeschön. Danke euch. Die Zwangsversammlung, ja. Ah. Nein, May. Nein, nur mit Liebe. Du fühlst mich. Ekelhaft, nein. Miib. Danke für die 100 Bits dabei. Dankeschön, vielen Dank. Und hallo, Bloss Island. Gute Nacht. Die Krankenschwester war halt richtig, richtig. Die hat halt nicht zugemacht. Was denn, May? Alter, Streamlabs kommt nicht hinterher. So lustig. Vielen Dank euch. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Danke. Danke für die netten Worte, danke für Le Manet und danke fürs einfach da sein und mit mir dieses Jahr verbracht haben. Damit meine ich nicht, dass es von Anfang bis Ende sein musste, auch für die zum Beispiel erst diesen Monat dazu kamen oder so. Aber vielen Dank für die Zeit, die ihr mit mir 2020 und teilweise auch davor schon verbracht habt.
Vielen, vielen Dank. Jimmy will dich anbumsen. May, du musst Nein sagen, weil Nein heißt Nein. Will noch jemand Mikado? Will noch jemand? Hier? Ja, nehmt euch. Das Blanc hat einen Sub gemacht. So. Wir machen weiter, okay? Also. Ist ja sehr weihnachtlich hier. Oh, der hat ein Loch. Guck mal. Oh. Ich wollte sie nicht belästigen. Nee, da. Ich will ins Loch. Okay, nehmen wir den Mittelfinger. Oh. Na, steck ihn da rein. Eine Rohrzange. Jetzt weg damit. Nein, gib mir meine Nein. Ich weiß noch nicht. Ja. Ich komme nicht mehr an meine Axt ran. Das ist das weiteste nach rechts, das ich gehen kann. Oh, jetzt muss ich so. Oh. Ich spiele Klavier. Mister? Was ist denn das? Was ist das denn jetzt? Das ist eine Atombombe. Ich glaube, hier geht es gar nicht darum, die Patienten zu retten. Ich glaube, wir sollen die gar nicht retten. Kann das sein? Ich habe es ein bisschen falsch rum, aber so sägt man heutzutage. Mach den kleinen Finger ab. Die Musik, was ist mit der Musik? Ist laut. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung! Ach ja, ich hab's ja so leise gemacht, damit ich dann. Also, ich hab's Spiel minimiert, um dann laut zu machen, damit man die Uschi versteht. Was? Du sitzt da auf? Hab ich gern gemacht. Sag mal, ich krieg hier. Es ist also eine ganz blöde Zange. Das soll so nicht. Entschuldigung. Kriege ich meine. Ey, das ist so ein. Ich glaube. Ich bin keine Uschi, du Muschi ins. Ja. Ey. Hä, Queen, ich bin voll nett. Aber der Blödmann gibt mir einfach meine Säge nicht mehr zurück. Ich glaube, zackt. Okay. Warte, wir können. Oh. Also die Zange, ich weiß nicht, die ist ein bisschen robust, ne? Upsi. Entschuldigung. Oh ja. Ja, mach mal auf da. Warum hat der lila Lungen? Was denn? Hat er zu viel Pflaumen gegessen? Mach da mal weg. Mann, die soll weggehen. Ja, weg. Oh Gott. Warte, und jetzt. Warte, jetzt kriegen wir die weg. Na, das geht doch. Danke für die Follow-Legion, denn wir sind viele. Du musst jetzt Angst haben. Was habe ich bekommen? Eine Hype-Call. Ich habe Geld bekommen. Das passt. Dankeschön euch allen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank euch. Ihr seid aber zu lieb. Guck mal, ich versuche hier gerade Menschen zu töten. Zu retten. Aber, warte, das wollte ich gucken, ne? Können wir kurz nach... Was passiert da?
Was ist das? Was ist denn das? Was sind die Töter? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann mir das jemand sagen? Oh, was ist das? Ich glaube, das ist Gesichtsreinigung, oder? Einfach nur aha. Was ist denn das? Ist das Suppe? Ist das heute unser Abendessen? Ich krieg's nicht raus. Ich geh nicht rein, ich geh nicht raus. Was ist das? Guck mal, ich habe einen Freund für dich. Hier. Beiß zu. Trottel, ey. Das finde ich schön. Oh. Er steckt drin. Warte, was? Jetzt lass mich da rein. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Alter. Kann ich Finger abschneiden? Ja, richtig, Poli, aber er will nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Aber wisst ihr, was ich glaube, was gut wäre? Jetzt nimm die Machete weg und lass die in Ruhe. So. Was ich glaube ist, kriegen wir irgendwie den Darm raus, weil wir brauchen ja Platz für... Oh, unsere... Nein, unsere Atom... Wie soll ich den jetzt explodieren lassen? Guck mal, ich hab das da, aber ich hab keinen Sprengsatz. Ein bisschen traurig hier, nimm. Oh nein. Stopp. Und hier kriegst du noch ein bisschen Alkohol. Oh, nicht ins Auge. Entschuldigung. Aua. Ja, au. Rainer, jetzt trink. Ja, genau, Mund auf. Jetzt lass mich da. Ich bekomme meine Hand nicht mehr raus. Steck drin. Und für sich hier ein träumes Schönes. Und frohe Weihnachten und guten Appetit. Ist was Schönes. Manches bleibt raus. Sie sind hier nicht. Ich finde sie nicht. Irgendwer hat vergessen, die mir hinzulegen. Aber du weißt ja, diese Schwestern sind hier echt. Also unterste Schublade. Also wirklich unterste Schublade, nicht wahr? So. Wir machen der Sache mal ein Ende, ne? Also sagen wir mal so. That was not medicine. Ich war auch ein Rotter. Bist du doof? Also ich bin schneller geworden. Ich glaube, das Spiel ist aber nicht dazu ausgelegt, dass man wirklich eine Operation schafft, oder? Ich habe euch doch erzählt, dass diese Cola-Flaschen jetzt so komische Motivationssachen drauf haben, ne? Oder steht Coca-Cola, für dich werde ich. Und dann halt so, als hätte man es selbst reingeschrieben, mein Bestes geben. Versprochen. Wieso sülzt mich meine Cola Zero Flasche voll? Das finde ich ein bisschen unangenehm. Das haben wir aber gar nicht. Oh nein, wir haben Sam & Max nicht gespielt. Das ist blöd. Wir haben Sam & Max nicht gespielt. Alle. Aber von dem hier? Heavy. Wer ist denn Heavy? Achso, ah. Bob. Heavy. Bob.
Call Trasher, ich will sie ja callen, aber ich kann ja gar nicht. Immer ab. Oh. Nein. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Okay, was ist das? Muss ich da drauf drücken? Danke, Steuerung. Wen interessiert die Steuerung, hä? Oh, das war so schwer. Hä, hallo? Komm, das kann doch nicht... Ja. Hä, hör auf zu wählen! Nein, hör auf, die Polizei zu rufen! Hör auf! Ich war's nicht! Mach weg! Ich hab keinen Bock mehr! Weg damit! Arbeite nicht mehr! Gehe! Ein Held mit goldenem Herz und eine Bösewicht mit einem Herz aus Stein? Können wir einfach aus Spaß Herz aus Gold nehmen? Finde ich eben auch. Ja, bisher wurde jedes Spiel irgendwie, komm, Herz aus Gold. Och, nee. Jetzt fängst du auch an. Nee, sie haben die alle angesteckt. Ich glaube, es war das war Putins, wie heißt es nochmal? Die Squads, wie heißt es nochmal? Sag mal, nimm deine Hand aus dem Tuch. Mach das weg jetzt. Das nervt. Ja, genau. Okay, lass es darüber. Was ist das denn? Was ist das? Das ist bestimmt irgendwas, was man kennen muss, aber ich kenne kein Star Wars. Was ist das? Das glaube ich nicht von Star Wars, oder? Rechnung, guck mal, die Arztrechnung unten an. Also ich bin. Nein, ich bin davor. Wartet, das ist das Lustigste. Das habe ich gerade erst gesehen. Scheiß auf alles, was da links steht. Das interessiert niemanden, aber. Ach so, Dax. Das interessiert niemanden. Dax. Ich will dich haben.
Ups. Also das war wirklich keine Absicht, aber naja. Was ist denn das? Kennt das jemand? Mein Buttermesser. Rühr da mal ein bisschen rum, ich glaube, es hilft. Es lockert alles ein bisschen auf. Der Mann ist so verspannt. Wisst ihr? Also ab einem gewissen Alter, da kommt halt so ein bisschen. Also da rostet man ein bisschen ein, da muss man einfach nochmal hier so richtig tief da so ein bisschen umrühren. Ja, aber ich dachte, dann quäle ich ihn, weil. Ich meine, dann helfe ich ihm, weil er das Steak nicht essen kann, aber immerhin riechen, weißt du? So, ich glaube, jetzt ist alles ein bisschen lockerer. Er sieht auch viel beruhigter inzwischen aus. Sehr geehrter nächster Angehörige, vielen Dank, dass Sie sich für das Towns Willand Medical Center Krankenhaus entschieden haben. Aber die Operation von Donald ist komplett misslungen. Sein Herz wurde nicht ersetzt und leider ist er während der Operation verstorben. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Kosten des Krankenhausaufenthalts. Die Gesamtsumme unterliegt Ihrer Verantwortung. Bitte überweisen Sie den vollständigen Betrag zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Mit freundlichen Grüßen, Buchhaltungsabteilung. Quadsäge... $312.840,80. Die Nierensäge, oh. $288.382,90. Die Goldachs, $12.357. Ist ein bisschen. Und Kost und Log. Ist auf jeden Fall $199,99. Die kostet nur $613.781,70. Wir versuchen es nochmal. Bei uns ist nicht, ihn zu retten, sondern die Arztkosten hochzutreiben. Mach weg jetzt. So. Genau, das ist schön. Was haben wir denn hier für ein schönes Herz? Ich weiß nicht, ob das schön ist, aber wir müssen gucken. Ah. Ja, blöd, ne? Wie würden das denn normale Leute machen, diese Rippen hier rauszukriegen? Ich glaube, das kaputt machen kann eigentlich nicht die Lösung sein, oder? Ich meine, die machen das schon kaputt, aber die gehen dann hier so runter, oder? Schlaf, Nanisha. Oh Gott, die Hand. Ach, krieg ich was? Schade. Oh, da ist der Trump Tower. Guck mal, Donald, der gehört jetzt mir. Der gehört mir. Guck. Das mache ich mit deinem Trump Tower. Oder der gute Alkohol. Oh nein, der gute Alkohol. Der gute Wodka. Es tut mir leid, May. Bitte verzeih mir. Hier, trink. Oh, er ist leer. Ich habe ihn getrunken, meine ich. Ups. Naja, gut, das wollte ich jetzt nicht. Er ist voll fies. Ich wollte eigentlich die Schere. Also langsam wird er ein bisschen. Der stirbt ein bisschen, hä? Guck mal, so macht man die Rippen raus. Das ist die neue Art Akten-Dings. Trump-Turm. Der kostet aber nicht viel. Was sind das? Das ist eine 7 und eine 4. May, das ist ja auch alles Klischee. Ich glaube, aber mit der Operation werden wir es jetzt beenden, oder? Ihr müsst alle bedenken, morgen, also heute,
Es ist Weihnachten. Jetzt wird sie aber traurig. Und das heißt, wir müssen alle früher raus. Mehr Gin als Wodka gibt's nicht. Morgen, heute Morgen, neue, ja. Morgen die Bestellung, ja. Weihnachten, yay. Ja, ich würde sagen, komm. Wir reißen uns jetzt alle am Riemen. Ich geh gleich weinen weg mit dem Schmutz. Das ist nur Trump, okay? Sag ich beleidigen. Einkaufen geht doch sowieso keiner. Ja, Poli. May geht einkaufen. Ich glaube, Lizion wollte einkaufen. Viele Leute wollten morgen einkaufen, also heute. Ich muss heute eh noch arbeiten. 3 Milliarden Kinder beschenken sich nicht. Lost Silent, bist du Weihnachtsmann? Mäßig aufgepeilt. Ey, ich war am Dienstag im Rossmann, wie gesagt. Und es war so schlimm schon. Und zwar im Rossmann, nicht mal im normalen Laden. Die Leute drehen schon wieder durch, als ob man 10 Jahre nichts kaufen könnte. Den fehlenden Wodka holen. Das Lustige ist, ich habe tatsächlich gerade nur eine Person, die ich hosten kann, weil ich bei der anderen weiß, dass diese Person gleich Schluss machen wird. Wenn ich nicht so dick bin, wie mich der Marc gerne hätte, kannst du auspolstern. Es gibt auch schwangere Bäuche für Leute, die schwangere Frauen spielen müssen in irgendwelchen, keine Ahnung, Film oder so. Da gibt es auch Weihnachtsmann-Bäuche bestimmt. Montag einkaufen schon, ja. Das ist, also, man müsste eigentlich eine Woche vor Weihnachten komplett alles da haben. Mit wem? Mit Nicht-Essen. May, hast du keinen James, der dir das liefert? So. Also. Haben wir heute genug Schwachsinn und Schwachfug getrieben, oder? Es war, also, ich habe gesagt, es wird dämlich, okay? Ich hab vorgewarnt. Ich möchte keine Beschwerden, okay? Ich habe vorgewarnt. Und dafür waren dann noch tatsächlich erstaunlich gute Spiele teilweise dabei. Dass kein Sam & Max kam. Ja, Tobi, aber das ist eigentlich gar nicht so doof. Weil, das heißt, ich kann es von vorne anfangen. Danke fürs Dabeisein. Weil, also Sam & Max wollte ich eh immer mal wieder spielen. Weil ich bei Gronkh halt so ein bisschen was davon mitbekommen habe und das voll cool fand. Und mir dachte, voll geil. Und zum Beispiel Leisure Suit Larry will ich eigentlich auch spielen, aber die meisten spielen das halt. Also keine Ahnung, gefühlt jeder zweite Streamer hat das schon gespielt. Und dann denke ich mir, dann lieber ich ja mit Max erstmal. Richtig, weil Season 2 anzufangen, es wäre halt wirklich nur diese eine Episode gewesen, weil es halt Santa ist. Um zu gucken, ob es was für mich ist oder nicht. Aber so kann man halt von vorne anfangen. Dankeschön, Deutschland. Danke an euch alle. Danke für die ganze Zeit. Und ich hoffe, ihr habt wirklich angenehme Tage. Auch wenn sie nicht schön werden. Wenigstens angenehm und dass ihr was Gutes euch gönnt zum Essen. Wirklich. Gönnt euch was Gutes zu essen. Es muss nicht morgen sein, weil Heiligabend ist ja eh immer so ein bisschen so. Aber 25., 26., gönnt euch was. Wenigstens eine Sache müsst ihr euch gönnen. Was Gutes essen, sonst bin ich sauer auf euch. Dann werdet ihr gebannt. Esst was Gutes, ja? Trump-Wodka. Du sollst essen, nicht trinken. Also trinken solltet ihr auch, aber nicht. Also gönnt euch was Essbares. Was Essbares. Sowas wie ein Mikado. Wollt ihr? Okay, gut. Wehe. Gönn mir Lauch. Nee, was Gutes. Gönnt euch was Gutes. Chips. Genau sowas könnt ihr euch gönnen. Oder ein Steak oder Pralinen oder irgendwas, was ihr mögt.
Kim bestätigen, Wodka ist flüssig. Wodka wird ja aus Kartoffeln gemacht und Kartoffeln ist Essen. So kann man. Oh, ey, bloß Highland und Dominic, ihr seid so widerlich manchmal. Ey, euer Humor ist halt so auf einer Welle, das ist so schlimm. Es ist so eklig. Reißt euch mal am Riemen, nehmt euch Zimmer, ja? Are we there yet? Wir sind jetzt da, ja, wir gehen jetzt. Nachdem wir Trump zweimal getötet haben, aus Versehen. Und hallo Sascha. Are we there yet? Och, Dominik. Jetzt poli dich auch noch du. Aus Versehen, ja. Extra aus Versehen. Nein, zweimal aus Versehen. Ich meine, der Trump Tower ist halt in seinem Kopf gelandet. Da kann ich nichts dafür. F2P. Ich muss pipi. So, auf jeden Fall danke euch. Gönnt euch wirklich was. Genießt es, zumindest kulinarisch, wenn es emotional nicht so gut zu genießen ist. Ich danke euch. Wartet, ich mach schon mal. Ich danke euch wirklich vielmals fürs Zuschauen, für Bits, für Subgifts, für Raids, für alles. Aber vor allem für eure Zeit. Und gönnt euch was. Und wir sehen uns entweder am Sonntag oder Montag. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall wirklich von Herzen vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs ganz viele Stunden mit mir verbringen. Dankeschön. Und ich wünsche euch ganz viel warme Gedanken und Gefühle. Wenigstens. Schöne Geschenke und schöne Geschenke. Aber wenn es sie nicht gibt, dann wünsche ich euch wenigstens warme Gefühle. Es gibt sehr viele schöne Filme an Weihnachten. Vielleicht hilft das. Danke euch auf jeden Fall. Schlaf gut, träumt was Schönes und alles wird gut. Auch wenn es noch nicht gut ist. Alles wird gut. Danke euch.